Merci, Herr Präsident, die Damen und die Herren. Das ist noch ein Thema, wo kein darf da und so machen, kein kann wasch gucken, weil es muss gehandelt gehen. Das ist eine globale Bedrohung von unserer Zeit, wie richtig erwähnt, möchte nicht für den Grenzen halten. Wir sind wahrscheinlich die letzte Generation, die Lodo nach kann, etwas auf die Schiene bringen, für das die Situation sich nicht wird verschlimmern. Dafür wollen wir Piraten nochmal ein Madame Diesburg lösen, weil auf vielen Punkten sind wir hier enger Meinung, was die Umweltpolitik anbelangt. Aber wir müssen noch sagen, das Engagement an Europa ist richtig und wichtig. Und an Europa, also ich muss auch lösen, dass Madame Diesburg auch an Europa oft gut Positionen, was die Umwelt betrifft, vertreten hat. Schlimm fand ich mir aber, dass an Europa noch einmal nicht so weit sind, dass wir eine wirklich kohärente Umweltpolitik hätten. So kommen dann mal einfach nur wollen, dass Polen noch im Desideriert hat, neue Kohlekraftwerke zu fördern. Auch das möchte nicht auf der Grenze halten. Auch die Luft könnte bis bei Eis. Das ist immens wichtig, dass die EU viel mehr Ambition kriegt an der Umweltpolitik, wie das im Moment der Fall ist. Also muss mehr an die Energieeffizienz investiert gehen, an Produkte muss viel mehr klar gekennzeichnet gehen. Kann auch protestieren, die erwarten von uns Politiker klare Lösungen. Nicht übermorgen, nicht morgen, wir am liebsten schon gestern. Nicht einverstanden sind wir aber damals der Regierung, was die Elektroprimen anbelangt hat. Wir sind einverstanden, dass in Elektroautos soll vier hier, wenn dann finanziell Anreize schaffen, wo wir nicht mit einverstanden sind, dass das an der Prim auch die neue große 5 Meter Suffe mit 4x4 drinnen gefallen sind, die Energiebilder haben, wo ihn so ziemlich 200.000 Kilometer muss fahren, bis das ein Diesel ging toppen, mit Bilanz überlangt. Und trotzdem kriegt ihn aber da 5.000 Euro nur gehalten. Natürlich sind ja doch Autos, die über 100.000 Euro kosten, bedeutet dann nicht so viel wie bei den Kleinen. Aber trotzdem hätte man es gewünscht, dass da an der Umweltpolitik aber ein bisschen mehr drauf abgepasst wird, wenn die Autos nur Energie verbrauchen. Wo wir schon beim Autoverkehr sind, da vertreten wir nach der Meinung, dass ein Autosteuer soll aufgeschafft gehen an eine CO2-Steuer schafft. Für das ist ein Anreiz, dass die Autos, die hier im Land fahren, mehr proper sind. Die Kamionsflotte muss für die Zukunft umgerüstet gehen. Das ist richtig angeklungen, dass Kamion und Matt die größte Verpächter von der Natur sind. Und dementsprechend gehen da ganz viele neue Moyen, auch über das automatisiert fahren, wo ich kann den CO2 kräftig aufsetzen. Der gratis öffentlichen Transport, wie mehreren Zentajore gefordert haben, wird die Lützeburg nur helfen, hier Emissionswerte anzuhalten. Am Alltag kann auch jeder mithelfen. Das nicht nur Politik selber, aber auch alle Bürger der Bäuse kann mithelfen, für die Emissionswerte aufzusetzen. Das fängt heute so ganz banal an, beim Aufwand zu reduzieren. Oder wann in ein Kehr Aufwand hört, vielleicht auch mit verschiedenen Produkten einfach ein Upcycling zu machen. Dann digitaler statt zu probieren. Das auch für den ungeklungenen Homeoffice zu stärken. Nicht müssen alle Kehrs an das Büro zu fahren. Dann mit nachhaltigen Lebensmitteln. Regional und saisonal, für das die Agrarpolitik, dass ich noch da Reize schaffen kann, für das ein Ammoniakwerte raufgehen. Man hat Lebensmittel weggehauen. Wir haben die Propos gemacht, dass ein Supermarkt soll einen Vierteil kriegen, wenn sie Lebensmittel nach einem Kehr können verwenden, kurz vor dem Datum, wo sie auflaufen, dann nicht einfach weggehauen gehen. Das ist eine riesen Verschwendung von Energie. Dann auch als Gemenge sie gefordert. Die Gemenge müssen hier mehr effektiv Straßen luschen. Das wird noch geklungen, Heizungskaschen, das betrifft die Privatleute. Mit dieser Worte verschiedene Gemenge, wo man denken könnte, gucken, wo kann ich nach einer Heizung oder einer Energiebilanz verbessern. Es ist wichtig, dass nicht allein den Autofahrer und den Pranger gestaltet wird, mit dieser eine Variation von Lösungen, wo muss getroffen gehen. Dafür werden wir auch diesem Projekt zustimmen und auch wir treten weiterhin auf für die Reduktion von den Emissionen. Merci. Merci vielmals, Herr Görschen. Letzter angeschriebener Redner aus dem Honorable Herr Henri Cox. Herr Cox, die Antwort